Ja, gegen Viertel vor drei heute am Freitag wurden die Ortsfeuerwehren Südweihe und Leeste zur Südweiher Straße Ecke Heidmannsdamm in Südweihe alarmiert. Dort sollte ein Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen stattgefunden haben. Ja, die ersteintreffenden Kräfte aus Südweihe fanden ein Motorroller-ähnliches Fahrzeug, eine Ape, ein Dreirad, vor, welches mit einem LKW kollidiert war und auf der Seite lag. Die Person, die sich in der Ape befand, wurde zu dem Zeitpunkt schon durch Ersthelfer hier vor Ort aus dem Fahrzeug befreit und dann weiterhin von den Passanten und der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erst versorgt. Die einzige Auskunft, die es gibt, ist, dass er schwerste Verletzungen erlitten hat. Ja, dieses Fahrzeug ist in Deutschland tatsächlich relativ selten. In Italien wird das öfter vorgefunden, ist ein kleines Fahrzeug, wird für kleine Transporte oder auch für Werbezwecke sehr oft genutzt. Ja, die Nachteile sind ganz klar für den Fahrer, dass das Fahrzeug keine Airbags hat, wenig Knautschzone hat, deswegen natürlich immer sehr stark beschädigt ist. Vorteil ist, dass dort natürlich, da es ein Mofa-ähnliches Fahrzeug ist, sehr weiche Bleche verbaut sind und, wie es hier auch war, die Tür quasi mit Menschenkraft aufgebogen werden konnte.